Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between World. Ja, und es geht endlich weiter. Tut mir leid, wenn es in den ersten Parts ein bisschen laggen sollte, aber okay. Aber wir treffen Schwester Ceres und einen komischen Typ. Aber wo ist der Hauptmann? Hallo Fluji, möchtest du zur Kirche? Ja, der Hauptmann ist hier und er hält sich drin mit Vater. Der Hauptmann hat sein Schwert vergessen? Diese Nachlässigkeit sieht ihm gar nicht ähnlich. Wir sehen übrigens ein Easter Egg, aber dazu gleich. Ich werde einmal nachsehen gehen. Der Hauptmann, der kommt nicht wegen des Priesters hierher, sondern wegen Ceres. Ist aber eine geile Schlappe. Aber Ceres kriegt das natürlich nicht mit. Manchmal ist sie echt naiv oder halt einfach klar und nimmt solchen hässlichen Typ nicht. Aber sie ist wirklich ein guter Mensch, weißt du. Nebenbei, an den Schlosswänden sind seltsame Bilder aufgetaucht. Bei dem Nebel konnte ich aber nicht erkennen. Aber das ist doch... Hilfe! Oh Gott. Was war das denn? Die hilft dir kein Schwein! Obi! Das war ein Hilferuf von Schwester Ceres, das ist kein Zweifel. Schnell, wir müssen dich retten. Aber Video! Schrei mich nicht an, Alter. Der Priester hat einmal davon erzählt, dass es auf dem Friedhof einen unterirdischen Weg der Kirche gibt. Ich selbst wieder gesehen oder betreten. Aber könntest du den Weg nicht suchen und nach dem rechten sehen? Du hast ja sogar ein Schwert. Ich habe Angst. Es ist nicht die Zeit zu zögern. Nö. Jetzt hör auf damit! Was passiert denn, wenn etwas Schlimmes? Das könnte mir ja nicht einfallen. Los! Ich muss wohl. Du benutzt das leihweise das Schwert, das den Hauptmann bringen sollte. Schwinge es mit BE! Okay. Es wird gefährlich, los! Rette es, wenn ich nur 10 Jahre jünger werde. Oder 20 oder 30 oder 40. Egal, los geht's zum Friedhof! Yeah, wir haben ein Schwert, Bubuk. Und Boris ist natürlich ein Easter Egg auf The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da kam Boris, der Totengräber, auch vor. Und dieses Slime, das kennt man auch aus Zeldas. Ja, und der unterirdische Gang befindet sich hier. Ganz unauffällig in der Mitte. Ganz schwierig zu finden. Und wir sind nicht direkt im ersten Dungeon, aber in so einem Art kleinen Teil-Dungeon. Und wir können uns hier mit dem Schwert durch die Gegend ballern. Und hier bekommen wir das erste Item, und zwar die Lampe. Ja, die Lampe ist hier ein Item. Ja, Items, danke. Achso, ich kann sie auf Y linken. Auf Y. Ich habe die ganze Zeit auf X gedrückt. Ja, wir können jetzt hier mit der Fackel hier durch die Gegend laufen, und wie ihr seht, haben wir jetzt ein bisschen mehr Licht und könnten das hier lesen. Der Pfad öffnet sich für den, der das Licht erstrahlen lässt. Okay, das heißt, wir dürfen hier die Fackeln anmachen. Und da hier noch eine Fackel ist, machen wir die zweite Fackel mit Feuer und voila, Feuer! Und dieses Spiel dürfen wir weiterspielen. Aber hier sind jetzt Gegner. Und wie ihr seht, ist hier ein Herzteil. Dieses Herzteil sollten wir uns merken. Denn es wird später noch wichtig. Ja, die Ratten sind hier nur kleine Gegner. Sind aber natürlich ziemlich leichte Gegner. Wer aufpasst, findet hier eine Truhe mit 20 Rubinen. Stirb. Ach stimmt, ich glaube, die ganz Fackeln anzuzünden ist nicht Pflicht. Nur für die Sicht sind diese Fackeln da. Also wir müssen sie nicht alle anzünden, aber wie ihr seht, brauchen wir hier ein Item, und zwar einen Schlüssel. Ihr seht, können wir hier nicht durch. Hier brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Aua! Stirb!
blöde Ratte. Hallo, ich bräuchte ein bisschen Feuer, danke. Also ein bisschen mehr Licht. Und wir müssen natürlich jetzt diesen Schlüssel suchen. Und wir sehen dort eine erneute Truhe. Die öffnen wir einfach mal. Und wie ihr seht, finden wir hier den Schlüssel. Wer Zeldas nicht kennt, mit einem kleinen Schlüssel können wir solche Türen öffnen. Hier war auch zum Beispiel eine Schlange. Das sind hier die ersten Gegner. Zack, wir haben den Schlüssel benutzt und haben hier so einen kleinen Gegner. Aber die sind jetzt nicht das große Problem. Sind sie nicht lupenhaft. Von daher sterben sie auch schnell. Das war so eine Art kleiner Zwischenboss. Also es ist ein kleiner Mini-Dungeon, um sich auf das Spiel vorzubereiten, wie es denn wird. Das Spiel hat auch ein interessantes System, aber zu dem kommen wir später. Hier sind einige Hebel. Die ziehen wir einfach raus. Lol. Es ist lol. Nämlich einer dieser Hebel ist falsch. Also der, wenn ihr den Hebel hier gezogen hättet, wären Gegner rausgekommen. Hättet ihr den linken gezogen, wie ich es getan habe, kommt ihr weiter. Und jetzt, wir sind in der Kirche angekommen. Was geht ab? Was geht hier ab? Meine Tochter, was habt ihr mit Sirius vor? Wer seid ihr? Mein Name lautet Jürger. Ich bin ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich fündig geworden, Schwester. Ihr seid ein Juwel inmitten des Morastes. Mit meinen begabten Händen werde ich euch noch schöner machen. Ihr solltet diese Ehre zu schätzen wissen. Oh mein Gott! Sie wurde in ein Bild gefangen! Bam, bam, bam! Aber das können wir doch nicht zulassen. Wundervoll! Als Gemälde seid ihr tatsächlich noch bezaubernder. Auch sie wird sicher zufrieden sein. Und wen haben wir da? Wer bist du denn hier? Wie bist du denn hier reingekommen? Sag bloß, du willst dich mir in den Weg stellen. Du Messerchen. Mit deinem Messerchen. Fluie, warum bist du hier? Dieser Mann ist gefährlich. Der Hauptmann. Er hat ihn. Oh mein Gott, ist er tot? Du solltest auf den Priester hören. Was glaubst du, kannst du gegen mich ausrichten? Attacke! Oh boah! Das tat weh. Flui! Oh nein, werden wir jetzt sterben? Die Bewohner dieser Welt sind alle so roh und ungestüm. Sich mir entgegenzustellen. Was für eine Vermessenheit! Ihr seid unwürdig! Zum Glück muss ich nicht mehr allzu lange in dieser hässlichen Welt verweilen. Du taugst nicht mal zu einem Gemälde. Auch dieser Hauptmann ist nicht gerade ein Bild von einem Mann. Täuschend! Das spielt keine Rolle. Meine Suche nach dem perfekten Motiv geht weiter. Sirius muss davon erfahren, was hier geschieht ist. Oh mein Gott, der Hauptmann tot. Link K.O. geschlagen. Und ein Verrückter sucht nach Zelda. Eventuell. Und wir wachen wieder zu Hause auf. Döp, döp, döp.
Was ist das denn für ein Typ? Oho, du bist endlich wieder wach! Hallo, ich heiße Rabio. Ich bin ein Farmerhinder. Ich kam zufällig in die Küche. Da habe ich dich vor dem Altar liegen sehen. Okay, was bist du? Wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Und wer ist dieses weiße Vieh? Ich konnte dich ja nicht einfach dort liegen lassen. Da habe ich hier in diesem leerstehenden Haus untergebracht. Das ist mein Haus! Was? Ich weiß, wo dein Haus wohnt? Das hier ist dein Haus? Dann stand es hier nicht gerade leer? Was ist denn überhaupt passiert? Bla 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 bla. Wie bitte? Ein komischer Typ verwandelte Leute in Gemälde? Du wolltest ihn aufhalten, aber er hat dich erwischt? Was? Verstehe. Schon toll, dass du diesen Mumm hast, dich so einem Typen in den Weg zu stellen. Du bist ja ein echter kleiner Held. Aber jetzt lass mich nicht so viel Zeit verlieren, sich über so etwas zu unterhalten. Diesen Vorfall solltest du sofort im Schloss melden. Ja, ganz ruhig. Aber warte mal eine Sekunde. Ich versuche hier gerade in der Nähe eine Unterkunft zu finden, aber irgendwie sind die alle ziemlich teuer und Staat will mir ja kein Hartz IV geben. Aber irgendwie ist das schwierig, hier was Vernünftiges zu finden. Ich habe eine etwas dreiste Bitte. Könnte ich vielleicht für eine kurze Weile hier einziehen? Nur eine kurze Zeit. Leider kann ich auch dir kein Geld geben. Was? Kein Kohle? Nein, Hartz IV will nicht zahlen. Scheiß Arbeitsamt, tut mir leid. Klar, ich bin so ein guter Mensch. Wirklich, vielen, vielen Dank. Endlich muss ich nicht mehr unter freiem Himmel schlafen. Ich kann dir zwar keine Miete zahlen, weil der Staat mir nichts zahlen will, aber nimm stattdessen doch das hier. Wenigstens was. Der kannst du verhökern. Du hast Rabios Armreifen erhalten. Riecht seltsam. Ob es für irgendwas Gutes ist. Das ist eine echte Antiquität. So mancher Sammler würde sich die Finger danach lecken. Was? Du willst ihn nicht, weil er komisch riecht? Wovon sprichst du? Das ist doch ein toller Geruch. Dieser ledrige Aroma mit einem Hauch von schimmligen Abgang. Das ist der Beweis dafür, dass es geschichtliches Relikt handelt. Ja, schon gut, ich gebe zu. Der Armreif müffelt ein bisschen. Und mit Deus Brick kannst du es ja wegmachen. Aber dieses Geschenk kommt trotzdem vom Herzen. Also trage es bitte auch. Los, los, auf zum Schloss, schnell! Schnell! Ja. Bis später und viel Erfolg, kleiner Held. Ja, ja. Laber mich nicht zu. Wir haben jemanden zur Untermiete und bekommen dafür nicht mal Geld. Das ist natürlich ein ziemlich bitterer Stand für Link und wir bekommen auch noch Besuch von Bienen. Und ich würde sagen, ich speichere jetzt hier einfach mal. Und wir werden erst im nächsten Part alles erklären. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds.